Gott, ich will ein Das kommt weg Video machen. Ich weiß. Es ist noch nicht so lange her, wo ich erst ein Video gedreht habe. Aber ihr seht, es ist schon wieder so viel und es fliegt einfach alles raus. Bevor ich noch irgendwas verliere von da drinnen, fangen wir gleich lieber mal an. Ich habe das B-Oil mal als Tester bekommen und werde es aber aussortieren. Ich werde meine Schwester fragen, ob sie es haben will, wenn nicht, soll es irgendwen anderen geben, weil mir hat das nicht so viel gebracht und ich mag irgendwie so Öle nicht. Dann habe ich Wimpern, die gebe ich dann Lynn, weil ich kann mit Wimpern ehrlich gesagt nichts mehr anfangen. Die sind noch original zu, die habe ich mir damals mal gekauft beim Primark, werde ich dann Lynn geben. Dann habe ich OPI Nagellacke. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich den aussortiert habe, aber ich habe den roten auch da drinnen. Ich glaube, den habe ich nachträglich dann aussortiert. Den werde ich da Lynn geben. Das Problem bei den anderen beiden ist, ich kriege sie nicht auf. Ich kriege die nicht auf. Beide nicht. Weder den blauen, ich hau den kurz mal daher, weder den blauen noch den rosa. Ich kriege beide einfach nicht auf. Deswegen werden es leider im Müll landen. Wo ich sehr schade bin über den da, weil den blauen finde ich auch mega schön, aber ich kriege sie nicht auf. Also was soll ich damit machen? Wenn ihr noch einen Tipp habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, dann hebe ich sie mir noch eine Weile auf, aber ich bekomme die nicht auf. Nie im Leben bekomme ich die beiden auf. Einen Lipgloss, den werde ich aber wegschmeißen, den habe ich nämlich sehr, sehr lange offen gehabt schon. Der sieht so aus, das war mal einer von Shiseido, den habe ich auch eine Zeit lang sehr gerne benutzt. Da ist auch nicht mehr viel drin, wie ihr sehen könnt, aber ich werde den einfach aussortieren. Der riecht auch schon ein bisschen komisch, also werde ich ihn einfach entsorgen. Ganz einfach. Ich muss leider einen Lush Douche Jelly aussortieren. Das ist so ein Bär, der was so richtig glibberig ist. Der ist mir leider abgelaufen. Ich habe den in der Badewanne stehen gehabt und habe ihn irgendwie vergessen, weil er weiter nach hinten gerutscht ist. Und ich habe gerade gesehen, dass der seit 2019 abgelaufen ist. Deswegen werde ich den aussortieren. Der kommt auf jeden Fall auch in den Müll, leider, was ich sehr schade finde. Dann habe ich ganz, ganz viel Handcreme, die ich meinem Papst geben werde. Ich habe nämlich so viel Handcreme und habe mich mal von drei getrennt. Die habe ich mal von einer russischen Kundin bekommen. Finde ich schade, dass die nicht mehr kommt, weil die hat mir immer so lavende Sachen mitgebracht. Ich glaube, die ist auch von ihr. Ich habe noch eine, habe ich behalten von ihr, aber die anderen gebe ich jetzt weg, weil ich benutze eh keine Handcreme so oft. Die werde ich leider auch weggeben. Soll die mein Papst verwenden, weil der braucht eh immer wieder Handcreme und dann habe ich wieder was weniger. Das werde ich leider auch entsorgen, das ist nämlich einfach zu alt und ich mag den Duft auch nicht. Das war von Lush ein Lippenpeeling. Das ist nämlich, glaube ich, auch schon abgelaufen. Ja, ist auch abgelaufen. Also werde ich das leider entsorgen müssen. Das ist bei Lush halt das Negative. Es ist zwar handgemacht und es ist alles naturbelassen und so, aber es geht halt auch schnell kaputt. Da bin ich echt traurig drüber, aber das hat sich schon irgendwie, ich glaube, da unten kann man es ein bisschen erkennen. Seht ihr das? Diese Flankerl da unten? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Jetzt, da. Das hat sich leider so ein bisschen geteilt und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich von denen auch Mundecken bekommen habe. Bin ich mega traurig, hätte fast geschafft, das leer zu machen. Fast. Das ist das Lippenöl von Clarins. Fast hätte ich es geschafft aufzubrauchen. Es ist die Hälfte schon weg, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich davon noch mehr Mundecken und Fieberblasen kriege, deswegen werde ich es jetzt entsorgen. Vielleicht kaufe ich es mir irgendwann einmal nach, aber ich glaube eher nicht. Weil das Problem ist auch, ich habe so viele Sachen. Ich sollte wirklich mal, ich glaube, ich habe noch irgendwo so Lipbalm, die ich benutzen könnte und auch noch andere Sachen, deswegen nein. Da ärgere ich mich extrem. Das ist mein Balea Kokoswasserspray. Da ist noch ein Furz drinnen und ich kriege es einfach nicht raus, weil das Ding, seht ihr das? Es sprüht nicht mehr. Es kommt da nur so ein Schaum raus, aber es sprüht nicht mehr, Und das ärgert mich extrem. Das ist schon der zweite, bei dem das passiert ist und ich bilde mir ein, dass das auch der Kokos war. Und ich überlege, ob ich, ich meine, es ist wirklich nicht mehr viel drinnen, aber ich überlege, ob ich das zurückbringen soll. Ist das fies, wenn ich das probieren will? Aber es ist der zweite, wo mir das passiert und beim ersten Mal habe ich auch nichts gesagt und habe ihn weggeworfen und ich finde das irgendwie ärgerlich. Ich weiß nicht, ob ich das probieren soll. DM, glaube ich, hat mich eh schon am Kicker, also weiß ich nicht, ob ich das probieren soll. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich weiß, es war vor kurzem erst wieder ein Video von der Sorte, aber das ist eh schon 4 Wochen her, habe ich gerade gesehen, durchs Rüberspechtel vom Computer. Und besser, ich sortiere regelmäßig aus.
kann dann auch ein Video für euch drehen und dann schauen wir mal, ob es beim nächsten Mal wieder so viel wird. Weil die Sachen, die ich euch ja dann in einem Video zeige, wo ich aussortiere, werde ich euch natürlich nicht nochmal da zeigen. Das ist ja unlogisch. Und die drei Nagellacke, die ihr da gesehen habt, ich wollte sie lackieren. Der rote gefällt mir einfach auf mir nicht. Da hat so nämlich so einen Schimmer. Also seht ihr das? Der schimmert so komisch. Gefällt mir an mir leider gar nicht und ich habe, glaube ich, so einen ähnlichen auch noch. Also ich habe den lackiert und mir hat es auf der Hand nicht gefallen. Und dann habe ich gesehen, ich habe noch einen, der hat mir besser auf der Hand gefallen. Deswegen habe ich den anderen auch sortiert. So was. Ja, ich hoffe, euch hat das trotzdem gefallen. Ich bin gespannt, wie lange ich jetzt brauchen werde, um noch Sachen auszusortieren. Weil ich muss sagen, es geht dahin. Es geht echt dahin. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich mich leichter von ein paar Dingen trennen kann. Und vielleicht wird es ja dementsprechend bald mehr. Mal gucken. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich beende dieses Video jetzt, bevor ich noch weiteren Blödsinn laber. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye.